Wenn ihr wissen wollt, was das hier ist, Insta360 Flow, dann schaut euch das Video an. Ein ziemlich langes Video, aber mit ziemlich viel Content. Einmal mit Vorstellung, einmal mit Vlog in Lissabon und am Ende ein Fazit. Also, schaut es euch an. Das Teil ist irgendwie interessant. Hallo YouTube. Leute, ich mache es mir mal ganz gemütlich hier im Garten in unserem Guesthouse hier in Lissabon, denn ich habe euch heute eine Weltpremiere vorzustellen. Ja, vor nicht geraumer Zeit, ich war sogar schon im September oder Oktober, hat mich Insta360 angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, ihren ersten Gimbal, den sie entwickelt haben, den Insta360 Flow, zu reviewen und auch schon im Vorfeld zu bekommen. Und da sagte ich, das war im September, da war ich gerade in New York und hin und her und ich hatte nicht wirklich Zeit und ich sagte, das funktioniert leider nicht, weil ich keine Zeit habe. Dann wurde allerdings der Launch wurde verschoben und die Katja von Insta360 hat mich wieder angeschrieben. Immer der Insta360 Flow ist jetzt bald verfügbar und ich könnte dir ein Testexemplar vorab schicken und zwar 3 Wochen vor dem Release. Und da habe ich gesagt, das würde ja ganz gut passen. Ich bin in Lissabon mit der Irish Lady und da könnte ich das Ding mal auf Herz und Nieren prüfen und habe gesagt, okay, schickt es mir zu. Ich habe es dann nach Hause bekommen, habe es natürlich auch schon ein bisschen ausprobiert, habe auch ein paar schöne Shots gemacht, so ein paar Nahaufnahmen, um euch alles mal ein bisschen genauer zu erklären. Und das machen wir jetzt mal. Wir stellen den Insta360 Flow einfach mal vor und gucken mal, machen ein kleines Unboxing, beziehungsweise die Verpackung habe ich natürlich nicht mit nach Lissabon genommen. Aber man muss sagen, das Ding ist schon richtig kompakt. Ich habe mich gefragt, braucht es denn überhaupt noch ein Gimbal? Ne? Das ist ja die Frage beim iPhone. Lauft ruhig durch, no problem. ich sitze hier gerade im Garten von unserem Gästehaus. Hier ist natürlich auch ein bisschen was los, aber wir wollen es gar nicht stören lassen. Also wie gesagt, braucht es überhaupt noch ein Gimbal? Weil die Stabilisierung von den, zum Beispiel meinem iPhone 13 Pro ist schon extrem gut. Die Antwort werde ich euch am Ende geben, weil wir machen auf jeden Fall hier in Lissabon einen 6-7 Kilometer langen Walk durch die Stadt mit ein paar Sehenswürdigkeiten und danach werde ich dann sagen, ob es dann vielleicht, wer braucht dann einen Gimbal, wer kann das Ding benutzen. Aber ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Die Verpackung blende ich jetzt einfach mal ein, wie ich es zu Hause angeboxt habe und am Ende bleibt dann hier so ein Paket übrig. Da ist der Gimbal und das ganze Zubehör drin. Ich ziehe ihn mal raus, den Gimbal. Das ganze Teil ist der Insta360 Flow. Nicht größer und sehr, sehr handlich. Passt bei mir in die Jeans, in die Hosentasche rein. Werden wir auch nachher ausprobieren. Und soll eine Akkulaufzeit von einem Tag haben. All day battery life. Was bietet das Teil? Ich habe mir hier mal mein iPad hingestellt, damit ich auch nichts vergesse. Super schnell einsatzbereit, das hören wir uns gleich an. 3-Achsen-Stabilisierung, Deep Track 3.0, integrierter Selfie-Stick mit Stativ, Steuern per Smart Wheel, magnetisches Design, zusammenklappbares, tragbares Design, ganztägige Akkulaufzeit, KI-gestütztes Editing und 360-Grad-Panoramaaufnahmen. Hier steht, Insta360 hat den Insta360 Flow entwickelt für Reisende, Familien, Ausflüge, Dokumentation des täglichen Lebens, Social Content Creators, zum Beispiel Vlogging, Livestreaming, kurze Videos, Freizeitsportler, Tänzer, Skateboarder, Fitnessbegeisterte. Und das werden wir uns anschauen. Ich stelle euch das Teil jetzt einfach mal vor.
Was für ein Zubehör dabei ist bei dem Teil hier. Wir legen den mal beiseite. Wir gucken mal hier in die Kacke rein. Natürlich ein Clip. Ne? Da irgendwie müsste das Smartphone ja festgemacht werden. Das machen wir einfach schon mal hier aufs iPhone drauf. Total easy. Ihr kennt das von anderen Gimbal, ne? Vom von Osmo, glaube ich, vom Osmo Mobile 5 oder 6, ich weiß gar nicht, welcher Generation wir sind. Da ist es einfach hinten drauf und dann wird es im Grunde genommen ganz einfach hier auf den Gimbal draufgeklickt, zack, und dann ist das erledigt. Ich blende immer mal wieder ein, wie das dann auch ein bisschen in Großaufnahme. Dann haben wir dabei, ja, hier so ein Strap, den brauche ich wahrscheinlich nicht, den packen wir mal wieder ein. Dann haben wir dabei jede Menge Kabel, und zwar Charging-Kabel. Wenn man kann, ist nämlich ein Feature, sein iPhone auch mit dem Gimbal laden, weil da ist eine richtig fette Batterie drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Milliampere das Ding hat. Reden wir gleich noch drüber. Ich werde, glaube ich, die Specs nachher nochmal unten auflegen. Man kann also USB-C und Lightning laden und ein Ladekabel für den Gimbal selbst, auch USB auf USB-C. Packen wir auch mal wieder in die Verpackung rein. Und noch ein kleines Highlight kann ich euch sagen, und zwar eine kleine Selfie-Lampe. Und die ist gar nicht mal so uncool, weil die wird nämlich einfach oben auf den Gimbal draufgepackt. Das machen wir nachher auch mal im Dunkeln. Ich habe, glaube ich, jetzt auch noch hier mal so ein paar Aufnahmen. Einfach dann eingesteckt und dann haben wir verschiedene Warmtöne, Kalttöne und Helligkeitsgrade. Und diese kleine Lampe ist verhältnismäßig hell. Also auch für schlechte Lichtverhältnisse ist dann für gutes Licht gesorgt, zumindest so aus der Nähe dann halt. So, jetzt haben wir aber den Gimbal hier und werden den jetzt mal in Betrieb nehmen. Wenn ich das Ding jetzt aufklappe, dann ist das automatisch in Betrieb. So, ihr seht das, zack, automatisch in Betrieb. Ich mache jetzt auch mal eine Bildschirmaufnahme. Wie gesagt, der Gimbal ist ganz schnell einsatzbereit, indem wir einfach das Teil aufziehen. So, und dann ist er auch einsatzbereit. Screen Recording läuft übrigens jetzt. Wir machen mal in den Mode rein. Und ihr seht, der ist schön klein und ich habe die Möglichkeit, hier unten ein Stativ rauszuziehen. So. Und dann kann ich den jetzt hier abstellen. Ich kann auch hier noch das Ding verlängern. Und wir stellen den jetzt einfach mal hier so vor mich. Und dann gehen wir mal zumindest ganz kurz in die Software rein, um euch das ganz kurz zu erklären. So, ich hoffe, wir gehen noch mal kurz da raus aus der Software, dass das Screen Recording noch läuft. Ja, es läuft noch. Also gehen wir in die Software wieder rein. Screen Recording läuft. Und dann kann ich euch die Software und die ganzen Modis noch mal vorstellen. Bevor jetzt hier, ne? Also Screen Recording läuft. Wir haben die Möglichkeiten, alles in der Software auch einzustellen. Ne? Wir sind jetzt gerade auf 1080p. Wir können aber auch auf, Moment, wir sind gerade auf dem Videomodus. Jetzt gehen wir in den Videomodus rein. Wir haben hier 4K 30 bis 60, dann haben wir die Möglichkeiten, die Einstellungen hier, die Einstellungen alle manuell natürlich auch vorzunehmen. Dann haben wir die Möglichkeiten, hier alle Modis einzustellen, die verschiedenen Tracking-Modus, die Geschwindigkeiten, und wir können natürlich in die App reingehen, uns das anzeigen lassen, was wir aufgenommen haben, oder einfach auch wieder in den Gimbal reingehen. Dann haben wir rechts verschiedene Möglichkeiten von Timeshift bis Live-Modus und alles, Zeitraffer, Breitbildmodus, Slow-Motion, Video, Foto und ein Panoramafoto. Na, wir gehen jetzt aber wieder auf Video und gehen auch wieder in den Breitbildmodus rein. So, und jetzt gucke ich mal, ob meine Bildschirmaufnahme, so, ob die immer noch läuft. Ja, die läuft immer noch. Weil das war ein bisschen ärgerlich. Eben habe ich mir so einen Wolf geredet ohne, und dann funktioniert die Aufnahme nicht. Wir werden mal ganz kurz, können mal ganz kurz zeigen, dass wir hier unten natürlich, ich ziehe den mal wieder ein bisschen ein, dann, wenn ich das Stativ zumache, die Möglichkeit haben, dann
hier so einen kleinen Griff mit dem Smart, mit dem ganzen Smart Wheel. Da können wir dann die verschiedenen Modis einstellen. Wenn ich den noch ein bisschen ausziehe, dann kann man den in so einen Schrägmodus reinbringen. Und das ist eigentlich der, der mir am besten gefällt. Dann kann ich wirklich, ja, mit dem Gimbal, auch wenn ich jetzt hinten die Taste drücke, dann lockt der. Ne? Und hinten, wenn ich jetzt mal in die Selfie-Ansicht gehe, wenn ich mich jetzt hier markiere, zack, dann kann ich einfach aufstehen und der Gimbal verfolgt mich und ich kann einfach ein bisschen im Garten rumlaufen, rein theoretisch bis hinten in den Frühstücksraum und kann sprechen und kann eine kleine Moderation machen. Und das ist dieses Deep Track 3.0. Und wenn er mich eigentlich verliert, wenn ich mal ein bisschen zu schnell bin, ja, der ist schon verhältnismäßig schnell, der verliert mich einfach gar nicht. Ne, wenn ich mich umdrehe, mal gucken, was dann passiert. Wenn er mich dann wiederfindet, ja, dann hat er mich und verfolgt mich dann weiter. Ja, das ist Deep Track 3.0. Ne, man kann also mit allen möglichen Tastenkombinationen hier arbeiten, alles sehr intuitiv zu bedienen, so ein Touch-Wheel. Man kann es mit Tastenkombinationen machen, man kann es natürlich auch hier auf dem Display machen. Ja, ich würde sagen, wir zeigen noch mal ganz kurz, wie schön kompakt das Teil ist. Wir fahren es ein, machen das Stativ rein, zack, dann machen wir es aus. Ja, warte mal, jetzt speichern wir aber erstmal hier die Bildschirmaufnahme ab, so, stoppen. So, ich hoffe, dass das jetzt geklappt hat. So, dann gehen wir wieder in die App rein. Dann können wir es einfach, den Gimbal einfach ausschalten. Zack, da seht ihr, Gimbal ist aus. Einfach einklappen. Zack, zusammen. Smartphone aus und dann einfach den Gimbal in die linke Hosentasche, weil die rechte ist nämlich voll, in die linke Hosentasche reinstecken und dann können wir losziehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt rein nach Lissabon mit der Irish Lady und machen einen kleinen Vlog und dann hören wir uns später zum kleinen Fazit wieder. Und da haben wir auch schon den Gimbal in Betrieb genommen. Im Moment noch mit den internen Mikrofonen des iPhone 4K60 filme ich gerade. Bin noch hier im Garten von unserem Guesthouse mitten in Lissabon. Die irische Lady steht schon im Hintergrund bereit. Wir wollen so einen kleinen 6-Kilometer Walk mit so den schönsten Sehenswürdigkeiten von Lissabon mal hinter uns bringen. Und da werde ich nur den Gimbal mitnehmen und das iPhone. Ich habe noch das DJI-Mic dabei, das könnte ich an der Seite dann dran stecken, falls mehr Wind oder so kommt. Aber im Moment, denke ich mal, geht das vollkommen klar mit den internen Mikrofonen des iPhones. Ich filme in 4K 60 und wenn ich jetzt hier unten drauf drücke, kann ich mich natürlich auch tracken. So, dann ist mein Gesicht getrackt und dann, wenn ich mich bewegen würde, ja, dann würde der Gimbal mir folgen. Ja, das ist schon ganz verhältnismäßig cool ist das. Und ich bin gespannt, ob dieser Gimbal, ich meine, der wird sicherlich keine DSLR-Kamera ersetzen, aber ich glaube, dass er für so einen Städtetrip durchaus geeignet ist, auch für Urlaub und Familie. Aber das Fazit gibt es ja dann sozusagen am Ende des Videos, weil vorher habe ich euch ja den Gimbal vorgestellt. Okay, gehen wir mal los. Okay Leute, ich möchte euch ganz kurz dann auch mal zeigen, wie klein das Packmaß von dem Gimbal ist. Ich habe nämlich einfach hier in der Tasche drin, so, einfach rausgezogen. Das ist es. Und dann einfach noch das Smartphone nehmen, wo ich ja bereits vorher die Kamera, die Klammer dran gemacht habe. Dann wird das einfach hier dran geklippt, zack, magnetisch. Und dann wird der Gimbal ausgeklappt, zack, und geht automatisch in seine Position. Wir müssen natürlich das Smartphone noch entsperren und schon ist die App am Start. Und ich nehme mich einfach mal gerade auf. So, zack. Wir hier in der Gasse hier unten. Ja, gucken wir mal. Übrigens, ich versuche mich mal zu tracken. So, genau. Die irische Lady hier ist übrigens im Hintergrund, mich am Filmen bei der ganzen Geschichte. Und hier vor unserem Hostel hier, beziehungsweise Guesthouse, könnt ihr mal sehen, wie tief
es hier runter geht. So, schaut mal. Und wir nehmen euch jetzt mit nach Lissabon mit dem Insta360 Flow und machen mal ein richtig schönes, schönes Urlaubsvideo mit der irischen Lady. Ja, da wir wenig Wind haben, müsste dann eigentlich mit dem Mikrofon klar gehen hier. Die Lady ist schon wieder in ihrem Element hier. Da können wir natürlich nicht dran vorbeigehen an Zadig & Voltaire. Ich nehme an, das ist so eine Modemarke. Lang ausgezogenen Stick. Ich weiß nicht, ob das mit dem Mikrofon jetzt so geht. Kann man natürlich auch einiges machen. Ja. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Ja. Lässt sich gut bedienen. Ich würde mal sagen, maximales Wetter. Und jetzt gönnen wir uns mal eine Pastei di Nate. Also ich gönne mir die zumindest. Du auch? Ha? Ich hoffe, das klappt mit dem Wind. Das muss ich jetzt mal checken, ob das geht. Ja, herrlich. Pastei, gibst du mir eins da? Ich hoffe, das geht mit dem Ton klar. Ich habe jetzt noch kein DJI-Mic drauf, aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal hier checken. Hier unten am
bist als Theo oder Teto oder so, hast du Lust? Oh, wunderbar. Traigame la canela. Traigame la canela. Siempre está horneando mi abuela y la casa Lissabon ist durchaus voll heute, oder? Ich glaube, die Amerikaner haben ein paar Kreuzfahrtschiffe hier ausgeladen. Was? Wasser. Lo comen siempre sin problema, pero para mí hay una cosa. Échale canela. Ay, abuela, abuela. Ja, und da unten seht ihr, warum die Stadt so voll ist. Die AIDA, was ist das für eine AIDA? Ja, deswegen ist die Stadt auch so voll heute. Wir haben uns mal in die Seitengasse reingeschlagen, weil da ist doch heute eine ganze Menge los, wenn die AIDA da ist. Aber auch da unten geht es schon wieder weiter mit den Touristen. Ich war jetzt gerade oben auf so einem kleinen Kirchturm. Die Bilder werdet ihr wohl gesehen haben. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne, gute Empfehlung. Ja, wir versuchen jetzt mal langsam den Vlog hier mit dem Flow, mit dem Insta360 Flow zu beenden und gehen mal zu unserem Apartment, ne, Darling. Ja. Und machen uns mal frisch für was zu essen. Thank you.
and down. Ja, hier geht's hoch und runter in Lissabon. Aber, warte mal, ich muss mich mal tracken. Grundsätzlich muss man schon sagen, dass die Stadt echt Spaß macht, auch wenn es hier manchmal ein bisschen voll ist. Vor allem, wenn ein Kreuzfahrtschiff da ist, ne, Darling? Darling ist maximal needs a kleine Rest, no? Wir sind auch gleich wieder an unserem Guesthaus und da würde ich mich dann nochmal wieder melden. Ja, das Fazit kommt dann später. So, da sind wir zurück vom Testen aus Lissabon. Der Flow, der Insta60 Flow war bei mir die ganze Zeit in der Hosentasche, beziehungsweise war die ganze Zeit im Einsatz. Und wir reden mal über ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Vielleicht mal im Groben überhaupt mal. Braucht man Gimbal? Also ich würde mal sagen, ich habe jetzt die Aufnahmen noch nicht gesehen, aber das, was ich zumindest gefilmt habe, da würde ich sagen, da kann man schon ein paar Sachen machen, die man jetzt aus der Hand nicht filmen kann. Ne? Also auch hier mit diesen ganzen speziellen Sachen, die Timelapse und sowas und Timeshift und so weiter und so fort. Und man kann schon mit dieser Deep Track 3.0 Funktion richtig, richtig genial arbeiten. Was mir aufgefallen ist, ist halt mein Smartphone, das iPhone, das war ziemlich schnell leer gesaugt, wenn man in 4K60 filmt. Und der Gimbal, der ist dann noch voll. Was natürlich gut ist, ist, dass das Ding als Powerbank benutzt werden kann. Ich würde mal sagen, machen wir es mal kurz dran hier. So, dann kommen wir mal zu eine Sache, die mir vielleicht auffällt. Und zwar ist der Gimbal, jetzt wenn er eingeschaltet ist hier, sage ich mal so, wenn man richtig große Hände hat, dann würde ich sagen, wird es schwer. Und ich weiß auch, bin mir sicher, dass dieser Gummizusatz, den man dann draufstülpen kann, der ist auch echt notwendig. Man gibt, am Anfang ist er ja ohne in der Verpackung drin, den muss man auch drauf machen, weil damit hat man dann schon einen besseren Grip. Und wenn man jetzt die ganze Zeit, sagen wir mal, in diesem Schrägmodus arbeitet, dann geht's einigermaßen. Es ist aber eher auf der kleinen Seite. Ne? Aber so nach und nach hat das Teil durchaus gut performt und mir richtig Spaß bereitet. Ich war am Anfang echt ein bisschen skeptisch und ich glaube auch nicht, dass das hier für jedermann was ist. Das Teil, ich mache das iPhone mal wieder ab. So. Das funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Denkt dran, das ist allerdings keine Action-Kamera, damit hier rumfuchtelt oder sowas. Das ist sehr, sehr fest und hat nie ein Problem gemacht und ist auch nicht runtergefallen. Aber ich sag mal, jetzt wird das Ding jetzt nicht irgendwo auf so einem ratternden Fahrrad oder so festmachen. Ich sag mal, der hat echt, echt Spaß gemacht und ist, sage ich jetzt mal, den letzten Gimbal, den ich hatte, war, glaube ich, der Osmo Mobile 5. Der war auch kein großer Unterschied zum 6er. Natürlich wesentlich kompakter. Ne? Das Ding ist echt kompakt. Und wenn man mal überlegt, mein Handy hat man immer dabei, ne? Die Kamera, die immer dabei hat, und das iPhone macht richtig, richtig guten Content, richtig gute Qualität, dann hat man schon so ein kleines Aufnahmestudio dabei. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel hier an der Seite natürlich auch noch ein Rode Wireless Go befestigen oder halt ein DJI-Mic und dann funktioniert das Ding am Gimbal auch. Ist wirklich gut. Also wie gesagt, man muss schon sagen, das iPhone war nach der Hälfte der Strecke leer. Wir mussten dann erstmal ein Bier trinken, musste an die Powerbank dran und dann ging es weiter. Ich denke mal, das liegt auch ein bisschen an der KI-basierten Software, die richtig, richtig viel Prozessor-Power schluckt, denn dieses Deep Track 3.0 funktioniert richtig gut. Ne? Also, ich bin schon von dieser Tracking-Funktion echt begeistert. Das ist sogar, würde ich sagen, ein Ticken besser wie bei DJI. Also wirklich gut. Und was soll man zu dem Ding sagen? Für wen ist das was? Abschließendes Fazit.
Ich würde es durchaus benutzen für mich, aber ich bin natürlich auch jetzt wahrscheinlich nicht die Zielgruppe für diesen Gimbal. Ne? Ich habe ja meine Systemkameras, den Osmo Pocket, auch meine Actionkamera, 360-Grad-Kamera. Aber wenn ich jetzt einfach nur mein Smartphone mitnehme und möchte jetzt ein bisschen filmen, dann würde ich jetzt sagen, pass auf, ich nehme nur das Smartphone mit, aber eine Powerbank, beziehungsweise das hier als Powerbank und nehme den Gimbal mit. Und dann kann ich eigentlich Content-Creation-mäßig schon richtig schönes Zeug erledigen. Ne? Also richtig schön. Ich gehe mal davon aus, dass die Bilder auch, beziehungsweise der Vlog, der jetzt dazwischen kam, zwischen der Vorstellung und dem Ende, richtig cool geworden sind, weil das sah schon echt gut auf dem Display aus und ich habe auch schon auf Instagram einiges gepostet. Durchaus ein interessantes Produkt, wo Insta sich da jetzt mit beschäftigt. Der erste Gimbal von Insta360. Mal sehen, welchen Erfolg sie damit haben. Ne? Also ich würde die Zielgruppe bei Families, Papas, Mamas oder irgendwelchen Instagrammern sehen, die mit ihrem iPhone Content machen. Denn da, muss man ganz ehrlich sagen, ist das hier ein ziemlich gutes Gesamtpaket. Nochmal ganz kurz das zu zeigen, was man da alles so mit anstellen kann. Ne? Also, das Ding ist jetzt dran. Ich mache es auf. Fertig ist es und es ist direkt einsatzbereit. Ja? Ich habe ein Stativ dran, was sehr, sehr cool ist. Und damit kann ich 360-Grad-Fotos machen. Ne? Ich blende mal eins ein. Ich habe bei mir im Wohnzimmer eins gemacht. Ich kann es bis richtig lange ausziehen und dann habe ich halt hier die Möglichkeit, von Weitem zu vloggen, ne? Oder es einfach aufzustellen und eine Timelapse zu machen. Wobei, das würde ich nur auf ebenen Untergründen machen, weil das doch ein bisschen, guck mal, es wackelt ein bisschen. Oder es halt ein bisschen einziehen, dann wird es immer natürlich stabiler und dann kommt man eigentlich auch ganz klar. Ja, wenn wir jetzt zweimal drauf, wir können es dann mal in den Quermodus machen und dann kannst du halt so eine wunderbare Timelapse machen, bewegte Timelapsen, feste Timelapsen und das habe ich einmal unten auf dem Platz gemacht, das sah echt gut aus und am Ende des Tages hat mir das schon Spaß gemacht, das Teil. Ne? Mir macht Techniker sowieso Spaß. Ne? Und nur das Handy in der Tasche. Mit dem Teil, auch als Powerbank, kann man das Handy ja laden, dann ausgemacht, zusammengeklappt, zack, in die Tasche, ne, links der Gimbal, rechts das Mobile und fertig ist. Ne. Dabei noch dieses schöne Package hier, also wo man den Gimbal reintun kann, mit der Lampe, die ich jetzt noch gar nicht ausprobiert habe, weil es ja viel zu hell hier ist und den ganzen Connections, ist schon eine gute Sache. Ne? Also ich sag jetzt mal, ihr müsst schon das selbst für euch entscheiden, ob ihr jetzt so einen Gimbal braucht oder nicht braucht, aber Spaß macht er auf jeden Fall. Ne? Und danke an Insta360, dass sie mir das Teil mal zum Testen zugeschickt haben. Ich kriege da kein Geld für oder so, ich rede da frei Leber, wie immer und ihr habt auch kein jetzt total weich gespültes YouTube-Video, wie häufig bei anderen Creatoren gesehen, sondern einfach so ein bisschen, ja, out of the box, auch holprig wahrscheinlich erklärt, weil mir auch das blöde Screen-Recording nicht funktioniert hat. Ich bin mal gespannt, wie ich das zusammengeschnitten habe, aber irgendwie wird es schon geklappt haben. Ich habe natürlich auch ein bisschen B-Roll von dem Gimbal gedreht, den ich euch dann auch einblenden kann, vom Design, von dem Wheel, von dem Smart Wheel, wie es zu bedienen ist und so weiter und so fort beim Ausziehen, vom Anklippen. Ich denke mal, am Ende des Tages wird das vielleicht ein ganz interessantes, aber natürlich auch langes Video werden, wie so oft bei mir. Denn ihr kriegt den gesamten Vlog sozusagen in dem Video mit rein, den Lissabon-Vlog, den ihr ja jetzt schon gesehen habt. Also, Leute, das war's. Und ich hole noch mal aus der Tasche und sag tschüss für heute. Insta360 Flow, der erste Gimbal von Insta360, mit Sicherheit nicht das schlechteste Teil Technik, ein interessantes Teil. Mal sehen, wie Gimbal überhaupt in Zukunft weiter performen werden. Das allein mit dem Smartphone macht schon Sinn, weil man bekommt ein paar coole Shots hin.
Das wäre mein Fazit. Macht's gut, haut rein und tschüss.